Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und wir haben gestern Legend erreicht. Jetzt wollen wir uns Wrestler Pikachu mit dem Team erholen. Mit zwei neuen Pokémon. Naja, das eine ist nicht so neu, Necrozma plus andere Form. Aber es zählt eigentlich als neues Pokémon, weil es anderen Typen hat. Und Zacian bleibt. Wegen Feen und so. Und Iwetal haben wir. Und Iwetal hat eine neue Attacke bei mir. Ich habe jetzt Fokusstoß weggemacht und habe jetzt Unheilsschwingen drauf. Ich könnte mir irgendwann mein zweites Iwetal hochziehen, was ich mit Fokusstoß ausrüste. Mal gucken. Es kommt ja auch Tiefschlag. Vielleicht wird dadurch, durch Tiefschlag, wenn es Tiefschlag gibt und das besser ist, vielleicht braucht man dann auch gar kein, sag ich mal, keine Finsteraura mehr. Und das sehr guten Sofortattackenschaden macht. Ja, wie ihr jetzt seht, haben wir Legend gestern erreicht mit dem tollen Team. Hat aber auch lange genug gedauert. Das war ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Aber lasst ein Like und ein Abo da. So, erster Kampf gegen Ose Diablos. Wir wollen Wrestler Pikachu. Okay, das ist sehr gut. Ja, den sehe ich den Punkt. Ich gehe in den Necrozma. Werde schön definitiv. Das ist nur ein Schädel, ja. So. Er schildert, ja, jetzt schilden wir auf. Fahren runter. Ist wahrscheinlich wieder. Nee, ist ein Zeitnehmer, aber okay. So. Wir machen auch gleich einen Schattenstrahl, was da auch reinkommt. Wir gehen gleich auf die volle Bright Side, hätte ich fast gesagt. Okay, dann gehen wir hier rein. Starke Stirn überleben wir. Ja. Okay, das ist dieses Viech. Das dürfte nur eine Säusestimme sein. Mundgewalt dürfte das doch nicht sein. Das dürfte Säusestimme sein, ja. Dann gehen wir hier auf Stromstoß. Also Solgaleo kann nicht farmen. Wichtig. Wir gehen auf Finsteraura sofort. Okay, also das Dings wäre gar nicht so eine große Bedrohung gewesen für uns. Also das ist Primarene. Weil es war kein Charme. Primarene. Na egal. Er ist gleich rausgewechselt. Weil er Angst hatte vor dem Stromstoß natürlich. Ist ja auch verständlich. Weil Stromstoß haut Primarene fast weg. Ja, im Nachhinein hätte ich nicht blind Schattenstrahl einsetzen sollen. Hätte ich einfach auf die Finsteraura gehen sollen. Aber naja. So ist es halt.
Erster Kampf gewonnen, jetzt müssen wir noch zwei weitere gewinnen. Dann haben wir Wrestler Pikachu. So, gib mir mal Palkia-Führungen. Oder Zygarde. Zygarde nehme ich auch sehr gerne. Ja, viel Spaß. Das Schlimmste, was hier kommen kann, ist Wutanfall, aber einen Wutanfall überleben wir auf jeden Fall. Von daher mache ich mir da gar keinen. Oh, Schattenstrahl macht aber trotzdem guten Schaden, ne? Darf man nicht unterschätzen. Auch gegen Ivetal macht das echt guten Schaden. Das ist krass. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Kommt drauf an, was dann hinten ist. Wir machen erstmal hier Unheilsschwingen. Action. Boah, das macht gegen Zygarde überhaupt nichts. Zygarde ist schon echt eklig, ne? Also für Iveetal auf jeden Fall, da muss der Zygarde gar nichts schön. Okay, Iveetal aber eigentlich in dem Sinne auch nicht. Sachen guten kann man nicht schön. So. Und rüber. Erste schädige ich nicht. Ein Läuterfeuer überleben wir. Sollte mal überleben. Ja. Die Senkung ist ärgerlich. Wobei, das geht eigentlich. Jetzt muss er eh schön. Okay. Ja, wir haben zwei Schilde. Ich schilde den ersten schon. Okay, jetzt nur ein Knöscher. Wichtig im Gleichstand. Schilden. Ich hoffe, das ist keine Absenkung wieder. Ah ja, geht eh nur auf Knöscher, dann hat er Wunderfall. Keine Senkung. Nächsten Knöscher sollten wir überleben. Das ist sehr gut. Wunderfall. Überleben wir trotzdem. Sehr schön. Ivetal hat hier seinen Job sehr gut gemacht. Wobei ich tatsächlich mit dem Schaden von Schattenstrahl so extrem gar nicht gerechnet hätte. Das war schon ein heftiger Schaden dafür, dass es resistiert ist. Na, da sieht man, was für Power bei oder hinter die Crossmaw steckt. Das ist schon ordentlich. Aber gut, dass der Gegner beim zweiten Mal hoch nicht geschildert hat. Das war sehr gut für uns. Aber im Normalfall hätte ich alle Knöscher durchlassen können. Na, das heißt alle, ne? Den ersten zumindest. So, gegen Breed 1997. Seishin gegen Jaira. Ja. Glaube, da werde ich nach dem Knüller rausgehen. Hier rein.
Wie schön einmal. Okay, ist ja ein Schild gewesen. Okay, never mind. Und werde ich die nächste Attacke aber nicht schilden. Mein Eisenschild sollte man trotzdem noch gut wegstecken. Maybe. Ja, sieht gut aus. Ja, Schattenstrahl tut weh. Das macht übelst viel Schaden, ne? Leider muss ich dann immer einsetzen. Aber wir haben eh zwei Attacken. Von daher ist das nicht so schlimm. So, Dialga, Necrozma, was ist hinten? Okay, der Gegner hat auch was, keinen Bock. Ich hätte das vielleicht runterfahren können, theoretisch. Was ist hinten? Xerneas, okay, das ist super. Das sollte mal gewonnen haben. Wir gehen hier raus. Eine Mondgeweihte überleben wir. Genau. Und wir gewinnen hier die Gleichstände. Das ist noch wichtig zu wissen. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Ja, knapp nicht. Ja, lass mal durch. Nahkampf, ja, Nahkampf war ein Fehler. Okay, Wrestler Pikachu ist sicher. Ivetal wieder gute Leistung gebracht. Hat Xerneas in einen sehr guten Bereich gebracht. Dadurch war der Sieg erst möglich. Weil das Problem ist, Xerneas, Ivetal, da ist immer 50-50, wer den Gleichstand dann gewinnt. Und deswegen musste ich auf Station gehen und vorher Unheilsschwinge einsetzen, um den Gegner in den Bereich zu bringen, ihn zu besiegen. Naja. Gegner wird wie immer gesucht. Kennen wir ja schon. Aber das Team hier macht auch Spaß. Und scheinbar hätte ich mit dem Team jetzt auch Legend erreicht. Wenn das jetzt so passiert wäre, ne? Wisst ihr ja. Ist aber auch ein lustiges Team. Zacian, Ivetal und hier. Wie heißt das? Necrozma, Psychogeist. Ist schon lustig. So, ein bisschen lange. Aber Wrestler Pikachu haben wir sicher, sehr schön. Vielleicht gehen wir sogar ein Shiny. Oder ein 100er wäre cool. Eins von beiden. Ah, ich bin froh, dass wir es überhaupt kriegen. Und ja, das heißt, wir können wieder richtig ausrasten mit den Queens. Tragt jeder, der einen Pokémon-Wunsch hat, ein Pokémon ein. Natürlich dementsprechend die Liga dazu. Zum Beispiel quasi, wenn jemand Azumarill will, sagt er, schreibt er Superliga gleich Azumarill. Und ja, aus den Wünschen von euch baue ich mir wieder Teams.
Wird lustig. Wird definitiv lustig. So, Celestia Riggi. Ich glaube, gegen die habe ich schon mal gekämpft. Kommt mir bekannt vor. Hier ist schon mal Necrozma. Ich habe da eine Idee. Ja, und erstmal einen Stromstoß raus. Gehen dann in Ivetal. Ja, sehr gut. Das Problem ist, ich brauche mehrere Unheilsschwingen. Dagegen. Und wenn der Gegner dann, ne? Mal sehen, ob er Wutanfall hat. Ja, hat er. Aber egal, wir gehen noch mal auf Unheilsschwingen. Ich werde hier sogar auf Farm Down gehen. Ich sag, ich will auf Farm Down gehen und chillen. Ach du Alarm. Ja, das war nicht gut von mir. Das war überhaupt nicht gut von mir. Ah, das war doof. Ja, ich krieg zwar jetzt die Attacke rein. Ja, das könnte Finsterer sein. Mal gucken, was kommt. Ja, das war doof. Das war so doof. Jetzt kommt hier wieder die Finsteraura. Nein, das habe ich selber gerade verspielt, weil ich geschildert habe. Und ich sage noch extra, nein, nein, nein. Ja, das hätte ich gewinnen können. Eins. Das hätte ich gewinnen können. Er braucht nicht mal Schäden mehr. Ja. Leider, leider verloren. Ja, das habe ich aber selber weggeschmissen. Das ist das Problem. Der Gegner denkt sich auch: Hä? Warum schildert der? Ja. Das weiß ich auch nicht. Irgendwie war ich gerade schon in meinem Necrozma gefühlt und dachte mir so, ja, jetzt muss ich mal chillen, ne? Aber ja, war Quatsch. Also nein, ich war jetzt im Necrozma-Fight vom Gegner her. Naja. Okay, hier haben wir Ho-Oh. Ho-Oh, sehr nerviges Pokémon. So. Stromstoß. Necrozma. Sogar Dunkelklaue kriegen. Perfekt. Läuterfeuer überlebe ich hier. Mach deinen Sturz, das ist mir egal. Sehr schön. Sehr schön, dass du noch rausgewechselt bist. Und das muss ich schön. Und ich gehe hier rein. Ivetal freut sich. Ivetal ist glücklich. Leider, leider muss ich schilden.
Also, ne? Also, den nächsten müsste ich schilden, aber ich setze ja vorher ein. Ja, mal gucken. Okay, er schildert. Was soll er? Soll er schilden? So, was kommt jetzt rein? Der Xerneas. Okay, den Punkt sehe ich. Dann machen wir wieder den hier. Wer hat die Mondgewalt schön? Mondgewalt geschildert. Ja, das ist egal. Weil ich schicke ja gleich die nächsten. Und Nahkampf dürfte noch nicht reichen, oder? Aber bitte geh auf Nahkampf und das reicht aus irgendwelchen Gründen nicht. Das wäre cool. Wobei, ich werde das nicht so machen, oder? Nee, Mundgewalt. Ja, okay, er hat den Nahkampf erreicht. Schade. Schade, schade. Es war knapp. Es war knapp hauchdünn. Ja, schade. Pikachu! Holen wir uns Wrestler Pikachu ab. Und im Superball. Ich glaube, es ist ein weibliches Pikachu, meine ich. Das sieht man auch am Schwanz. Das ist weiblich, glaube ich. Ja. Oh, sogar mit Herz. Ja. Oh, Pikachu, Pikachu, ja. Für Mini, na ne, Minicup ist auch drüber. Aber speichern wir, behalten wir, fertig. So, jetzt habe ich definitiv fertig. Wrestler Pikachu ist auch dabei. So, dann gehen wir ins zweite Set. Mit dem Team natürlich. Und ich bin gespannt, was sie auf mir für Teamvorschläge morgen sendet. Also nicht Teamvorschläge, sondern für Pokémon, die ich ausbilden kann. Aber auch nur Pokémon, die ich natürlich habe, kann ich nehmen. Schreibt am besten drei verschiedene Pokémon auf. Und ich werde immer das erste nehmen, wenn ich es habe, was ihr aufgeschrieben habt, quasi. Und wenn da ich das nicht habe, dann das zweite. Und wenn ich das zweite auch nicht habe, dann das dritte. So, ist einfach. So. Na, kommt da noch was? Weiß gar nicht, wo das Leaderboard aktuell ist. Gucke ich mal später. Okay, er ist auch schon Legend. Seishin gegen Seishin, ja, sehe ich den Punkt. Knuddler? Oder Stromstoß? Knuddler, okay. Ja. Stromschuss kommt, sehe ich.
Station werde ich mir noch aufheben. Und gehe hier rein. Werde nicht schilden. Ja, lasse ich durch. Schrobschuss kommt. Ja, tut schon weh. Dann mache ich hier eben den Schattenstrahl. Nö, schäle ich nicht. Ich konnte runterfahren, das ist super. Mal sehen, ob sein Seeschen jetzt kommt. Na, was kommt rein? Okay, war das ein Gleichstand? Maybe. Ja, das sieht gut aus, erstmal. Sehr gut. Eine Steinkante müsste ich sowieso überleben. Wichtiger, richtiger Schild. Gegner muss jetzt ausschilden. Und Steinkante sollte ich überleben. Eine zumindest. Ja, sie ist sehr effektiv, aber nicht vierfach effektiv. Sag ich ja. Und damit haben wir den Kampf gewonnen. Iveta ist sehr gut aktuell in der Meta. Und ich liebe die Attacke Unheilsschwingen mittlerweile. Klar, Fokusstoß war gegen Dialga und sowas besser. Aber ja, gegen Feen ist Unheilsschwingen besser und man hat ja gegen Dialga und sowas noch Finsteraura. Sehe ich jetzt nicht so das Problem mit. Ist alles machbar. Aber normalerweise könnte ich Seishin eigentlich für die normale Attacke beibringen. Ruckzuck, das finde ich insgesamt ein bisschen besser auf Seishin. Gerade Seishin gegen Seishin und so. Ist nur gegen Necrozma definitiv schlechter. Gegen beide Formen. Okay, Capotoro hier finde ich gut. Bei den ersten Naturzorn werden wir niemals schilden. Okay. Ja. Mal sehen, ob er den Knurr durchlässt. Ja. Den schön mal jetzt definitiv. Dann kommt jetzt ein Stromfuß. Der abgewehrt wird, okay. Ja, das ist okay. Das ist fein. Gehen wir hier raus. Eigentlich hätte ich auch in Iveta gehen können. Fällt mir gerade auf. Aber naja. Mistrockan, ja, trifft. Wir gehen jetzt auf Finsteraura. Wir könnten gegebenenfalls Naturzorn noch überleben, wenn da was kommen sollte. Und
Lass mal durch. Überleben wir sogar, ja. Ja, das ist verloren. Ich hoffe, er denkt, das ist ein Knüller. Das ist jetzt mies. Nein, er denkt nicht, dass es ein Knüller ist. Schade. Ich schätze nicht. Soll er mir einen Feldwerfer drücken? Den ich noch überlebe. Aber Lebensstelle macht trotzdem gut Schaden. Obwohl ich klug bin. Junge, Junge. Ah, ja. Dann hätte ich mir Seishin aufheben sollen. Sage ich so, wie es ist. Reiter hätte schädig, aber das ist verloren. Ja, noch eine Senkung. Wunderbar. Und er fängt perfekt ab. Ja. Rihonia war mies. Rihonia war richtig mies. Ich hätte gegen Demeteros mit Ivita gemusst. Im Nachhinein. Weil ich habe doch jetzt... Das ist... Ja, ich habe doch die Flugattacke gegen Caputoro. Ich bin immer noch bei Fokusstoß, Leute. Ich bin immer noch bei Fokusstoß. Stimmt, ich habe ja jetzt die Flugattacke auf Ivital. Gegen Caputoro ist das sehr effektiv. Also, ich weiß nicht, ob das One-Hitted. Ich meine, so ein Knüller tut ja Caputoro ja auch schon extrem weh. Aber naja. 770 Jun, 111. Okay, Primarina feiere ich hier sehr. Mal sehen, ob du rausgehst oder drin bleibst. Wir bleiben natürlich hier drin. Wir setzen jetzt ein. Wir werden natürlich auch schilden. Genau wie der Gegner auch. Müssen nur gucken, was uns das hier bringt. Ja, das ist okay. Das ist sehr okay. Wir gehen hier rein. Wir haben immer noch einen Stromschuss ready. Das dürfte kein Raumschlag sein. Ja, das Problem ist, den nächsten kriegen wir nicht mehr. Oh, das gibt uns eine Chance. Weil wir gehen hier auf Schattenstrahl. Und das schildert, okay. Dann gehen wir hier rauf. Mhm. Läuterfeuer, sehe ich den Punkt. Ich gehe auf Unheilsschwingen. Macht guten Schaden. Wie stecken wir den Sturzflug weg? Okay, das sollten wir gewonnen haben.
Hier kommt die nächste Unheilsschwinge. Oder haben wir das geworden? Weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch ein Unentschieden, wer weiß. Muss die Attacke auf jeden Fall voll ausfüllen. Fokus. Okay, reicht. Perfekt. Perfekt, sehr schön. Aber Primarene wird bald gefährlicher. Weil es dann Aquahobitze kann. Das heißt, Ho-Oh ist dagegen gar nicht mehr so glücklich. Das Matchup gegen Ho-Oh wird sich massiv verbessern. Auch wenn es Charme hat, ja, da wird es aber auch ein, zwei Aquahobitzen definitiv erreichen. Mit Säusestimme kann man mit Sicherheit ein bisschen ködern. Ich weiß gar nicht, wie viel Charme mehr braucht Aquahobitze als Säusestimme. Ich denke mal schon, dass Aquahobitze mehr braucht als Säusestimme. Bin mir aber nicht sicher. Naja. Das Set hier sieht aber auch schon wieder gut aus. Und sehr gut, dass der Gegner die Attacke abgefangen hat. Und auch sein Ho-Oh geschildert hat. Okay, mit Ivetal hinten hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Er hätte die Attacke von Ivetal theoretisch abfangen können. In der Theorie. Mewtwo, oh, da hätte ich jetzt, ne? Dingsköchen gerne gehen, nicht Ivetal. Natürlich. Natürlich hast du den, ja. Ich hoffe, du denkst, Fokusstoß kommt. Komm, bitte, Schilde. Jawohl, wenigstens etwas. Ah, das ist trotzdem ärgerlich. Ja, da wird eine Steinkante kommen, Krypto. Eins und zwei. Jetzt setzen wir ein. Ja, ein Psychostoß überleben wir. Ein Psychostoß überleben wir, überleben wir, überleben wir. Fiederalala, fiederalala. Ja, schön mal wegen Fußball. Ja, natürlich muss er ja hinten Despota haben. Aber Mewtwo macht jetzt nichts mehr. Mewtwo macht nichts mehr. Miss Nokan. Überleben wir. Er wird chillen. Oder auch nicht, okay. Ja, wir hätten vielleicht auch Schattenstrahl aufbauen sollen. Ah, er muss eigentlich auf Steinkante gehen, ne? Theoretisch. Ja, das haben wir verloren. Weil wir nicht genug Energie auf Seeschienen haben. Ja. Ich hätte früher rüber gemusst, irgendwie. Naja, das ist der Meteoros war fies. Ich hätte aber auch auf Schattenstrahl aufbauen müssen.
Ja, ich hätte den Schild gebraucht. Ah, dieses blöde Despotar. Das war echt doof. Despotar war schon gemein. Na, vielleicht hätte ich dann. Ja, ist das. An die Cross mal opfern müssen. Okay. Einen mache ich noch und dann gehe ich in Ibetal. Muss ja schließlich was rauslocken. Okay. Wenn das jetzt Eidenschädel ist. Ja. Okay, es ist nur ein Eisenschädel. Kann ich noch einen machen und rüber? Nein, kann ich scheinbar nicht. Okay. Okay. Okay, er gibt mir den Win. Dann gehe ich hier in das Necrozma. Ja, ich habe irgendwie keine Sofortattacke gekriegt, danke. Sehr vorbildlich von dir. Oh, Knirscher, ja, habe ich völlig vergessen, dass das Vieh auch Knirscher kann. Das ist mies. Knirscher kann das, ja. Knirscher, Steinhagel, Eissturm. War klar, dass er das schildert. Oh, wichtig. Ja, ich muss hier rein. Leider. Ja. Oh, das Vieh ist eklig. Das Vieh ist nervig. Das nervt richtig, das Teil. Hätte man unter Umständen gewinnen können, wenn ich das schon richtig abgefangen hätte. Naja, ist halt so, ne? Nachschweif reicht, ja. Richtig mieses Team. Aquilas und so. Naja, ein 2 zu 3, das geht aber auch. Und wisst ihr was? Weil ich Bock habe, gibt es noch ein Set mit dem Team. Nur für euch. Zum Feier, dass wir Legend erreicht haben. Boah, wir haben 23 Punkte verloren, das ist echt viel. Boah, das Aktilas war nervig. Ja, ich glaube, theoretisch hätte ich auch in meine Necrozma gleich gehen können fast. Also nach meinem Stromstoß einfach dann in die Necrozma gehen. Oder Yveltal. Um dieses blöde Aktilas rauszulocken. Ayo, Sakura. Und Dialga, ja, Dialga nehme ich erstmal. Da brauche ich einen Knüller drauf. Und wenn er gesessen hat, gehe ich über auf Necrozma. Rhyzation ist eine Konstante, die ich immer hier eigentlich brauche. Ja, das ist okay. Ja, ich hätte auch auf Schattenstrahl gehen können. Also das wird meistens eh dann geschildert. Deswegen gehen wir hier auf Finsteraura.
Genau. Einmal schön mal. Läuterfeuer ist klar. Wir gehen trotzdem auf Schattenstrahl. Perfekt im Gleichstand. Dann brauchen wir jetzt nicht schilden. Ah, ich hätte normalerweise ködern können. Ja, den Punkt sehe ich. Gar nicht so dumm vom Gegner. Läuterfeuer kommen. Okay. Scheinbar braucht er das Vieh nicht. Ein Eisenschädel würde ich bei Seychen noch überleben, ne? Ja. Und eine Dunkelklaue haben wir auch noch. Okay, ja, ist okay, ist fair. So. Zack. Wir gehen auf blinde Finsteraura. Ja, das Ding ins Köchchen reinkommt, war klar. Wir gehen jetzt aber hier rüber. Eisenschädel überleben wir einmal. Ja, das ist verloren, glaube ich. Wenn er jetzt zwei hat, hintereinander, habe ich verloren. Hat er aber nicht, perfekt. Alle drei Pokémon haben überlebt. Das ist sehr schön. Ja, und das Problem ist, mit der Attacke kann ich schlecht mit Seychin abfangen. Naja. Naja. Mal kurz gucken nebenbei, was mein Handy sagt. Zack, zack. Muss noch etwas glubschen. Geht's schon los? Jetzt, ja. Okay, ich habe es geschafft einzustellen noch schnell. Egal, ich gehe trotzdem in Ivetal, weil Despota ist so selten. Despota ist so extrem selten. Deswegen gehen wir direkt hier auf Stromstoß. Gehen in Ivetal. Und das Vieh ist gar nicht so schlimm. Für Ivetal. Und wir gehen hier auf Unheilsschwingen. Das Gute ist, er muss einmal schilden. Steinkampf überleben wir nämlich. Er kann uns nicht runterfahren. Und dann würde ich in meine Crossmark gehen. Okay. Sehr fies. Dann gehen wir hier schon mal auf Stromschuss.
Okay. Einmal schilden. Läuterfeuer, ja, sehe ich den Punkt. Es ist noch nicht verloren. Ich hämmer hier sofort auf die Attacke. Nein, das kann nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren. Nee. M-m. Oh, schade, dass ich die nicht überlebt habe. Ne? Ah, er hat Finsteraura, deswegen habe ich das verloren. Ja, er hat leider Finsteraura. Aber das hätte so nicht funktionieren dürfen. Er wechselt. Und ich habe Stromschuss geklickt. Also ich habe vorher schon Stromschuss geklickt extra. Das hätte so nicht funktionieren dürfen. Weil Wechsel verbraucht einen Zug. Und Ladeattacke einsetzen verbraucht ja auch einen Zug. Das heißt, er hat zwei Züge, ich einen Zug, wenn ich einen Stromschuss einsetze. Das heißt, er hätte schilden müssen. Ja. Da hätte ich so oder so verloren, weil die Crossma eh zwei Attacken erreicht hätte. Boah, diese finster Augen, ne? Ja, vielleicht sollte ich mir Evil Tide doch aufheben. Für solche Fälle. Vielleicht war das Gegner schon in Crossma auch eins mit. Wie heißt es? Mit. Wutanfall, Finsteraura gibt es ja auch. Naja. Brauchen wir nicht drüber spekulieren. Ist halt so. Na, das dauert ein bisschen, ja. Oh, ein Flunschlick. Ich hoffe, du bist nachher noch da, wenn ich hier das Set beende. Da von dir brauche ich noch einen 100er. Oh. Nicht Hyperliga. Nicht Hyperliga. So. Ah, das ist schön. Wir haben Legend erreicht. Wir haben mal wieder unser Ziel dieses Season geschafft. Das ist sehr schön. Trotz Urlaubspause. Aber es war schon echt anstrengend. Mit diesem hin und her, auf, ab. Gerade jetzt hier die letzten ein, zwei Wochen in der Meisterliga. Junge, Junge, war das eine Qual. So, aber wir sind im nächsten Kampf. So, Broken Regular. Regly, Daggly, Regly. Okay, das ist in Ordnung. Mit dem Lied kann ich leben. Ja. Er kriegt den ersten Stromstoß. Dann kriegt er jetzt den zweiten. Und wir in die Crossman erstmal. Ja, das überleben wir. Wir sind auf Sturzflug gehen? Nein. Läuterfeuer. Sehr schön. Schattenstrahl sitzt. Wichtig. Boah, das hat Schaden gemacht. Okay. Das bringt ihm trotzdem nichts. Ja, ich gehe trotzdem auf Stromstoß. Das ist jetzt egal. Bitte keine Absenkung. Natürlich kriege ich die Absenkung. Aber erstmal ist das ja egal. Wir gehen rüber. Ja, das ist auch egal.
Läuterfeuer, natürlich. Lugia. Und der braucht Luftschuss. Oh, es wäre cool, wenn ich die Luftschüsse irgendwie abfangen könnte. Oh, ich hoffe, dass er nur auf Himmelsflieger geht. Luftschuss, nein. Schade. Ja, leider nur eine Attacke kriegt. Es war aber knapp, es war knapp. Leider nur eine Sofortattacke gekriegt, hätte ich noch eine gekriegt, hätte ich das vielleicht gewinnen können. Schade, 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 schade. Boah, hätte ich bei dem gegnerischen Jäger noch wenigstens ein, zweimal mehr farmen können. Aber der Schattenstrahl war schon gut. Der hat übelst Schaden gemacht. Boah, trotz dass ich bei Ho-Oh zwei Schilde gezogen habe, ne? Das war schon ärgerlich. Koshan, 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 Koshan. Seishin gegen Seishin, okay. Da war will Iwetai nicht gegen kämpfen. Ja, das ist sehr gut. Finde immer lustig, dass die auf Knüller gehen. So, einen mache ich noch. Dann mache ich den Stromstoß. Und gehe in den Necrozma. Oder wir machen das so und gehen trotzdem in den Necrozma. Oder gehe ich in Iwetal? Ich gehe in Iwetal, oder? So, Finze Aura. Er schildert, perfekt. Ja, ich kann auch schilden. Eisenschädel war irgendwie klar. Wir setzen aber ein. Und Seishin muss auch einsetzen, seins. Okay. Na gut, dann lass mal Iveta gleich drauf gehen. Dann kommt hier die Unheilsschwinge. Ich hoffe, es wird nicht geschildert. Dann machen wir das so. Stromschuss kommt. Wir gehen hier rein. Er ist weg. Ah ja, wir haben noch ein Schild. Mal sehen, was reinkommt. Wir haben in jedem Falle noch ein Schild. Ja, Schild mal. Zeitlärm, guter Schild. Er kommt zu keiner weiteren Attacke mehr. Wir haben gleich Schattenstrahl. Und eigentlich kann uns nur Iwetal jetzt ausfalten. Oder Xerneas könnte uns nerven, aber eine Mondgewalt sollte man überleben. Ja. Okay, ich glaube, den Leck hatten wir jetzt beide. Finde auch reicht jetzt definitiv. Aber Doppelfee tut uns nicht weh.
Gut, dass wir mit Ivetal Unheilsschwing hatten. Das hat Seishun in eine gute Position für uns gebracht. Und wir haben den Stromschuss abgefangen. Der für unser Ivetal bestimmt war. Und das heißt, wir könnten hier noch positiv rausgehen. Wenn nicht, auch egal. Ist nicht schlimm, wenn wir jetzt von den Punkten her sinken. Wir haben ja das geschafft, was wir wollten. Deswegen. Off Black. Also, ich denke mal, das soll Black heißen. Ja, dann machen wir das so. Ah, das ist so gefährlich für meine Crossman da reinzugehen. Ich glaube, ich teste mal an. Gerade. Stahlgestirn überleben wir. Finde Saurer sowieso. Ja, jetzt haben wir Finde Saurer eingesetzt. Egal. Aber wir haben Seeschi noch hier gegen. Okay, der Gegner hat auf jeden Fall Finsteraura, das darf ich nicht vergessen. Okay, das ist ein Gleichstand gewesen, das ist perfekt. Ja, wir stehen natürlich nicht. Ja, Knirsch aber klar. Aber wir gehen jetzt definitiv in Seechen. So, mal sehen, ob er Knirsch auf Wutanfall oder sowas hat. Erdbeben, ja. Na, ja, dann muss ich hier so auf die Attacke leider gehen. Erdbeben, ja. Ich glaube, das wird eine Niederlage leider. Es sei denn, wenn Necrozma mal jetzt, sag ich mal, nicht einsetzen würde. Was er aber tut. Ich glaube, die Attacke hebe ich mir jetzt auch auf. Geh rüber. Okay, das ist sehr gut. Und hier muss er immer auf Steinhagel. Wir haben noch Stromstoß, ne? Ja, Steinhagel tut jetzt nicht so weh. Durch. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Moment, wie viel hat Seechen? Okay, das war, glaube ich, noch doch kein Fehler. Weil wir müssen ja nicht mehr einsetzen. Perfekt. Konnten wir runterfahren. Sehr schön. Das gibt Punkte. Die war eigentlich gar nicht mehr brauchen. So. Pokémon-Belohnung. Legios. Den nimmt man doch auch mit den Juten. Den guten Legionen. Den Legionär. Aber ich finde das cool, die Idee von Legios. Weil das sieht. Das sind eigentlich Soldaten, aber das sieht aus eher wie so eine Raupe. Ich hätte hier auch tatsächlich eher den Kampf Käfertypen gefeiert. Weil das macht irgendwie Sinn, einen Kampfkäfer Typ zu geben, war das. Ja. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Weiterentwicklung, das wäre auch cool. So, wir gehen auf 3026. Sehr schön.
Und dürften kein Set mehr haben, ja. Okay. Für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.